eine, das Elef sagte: Wahrlich, ein Diener begeht eine Sünde, durch die er ins Paradies eingeht. Und ein anderer verrichtet eine gute Tat, durch die er ins Feuer eingeht. Es wurde gefragt: Wie kommt das? So antwortete er: Derjenige, der die Sünde tat, denkt ständig daran, was ihn dazu veranlasst, die Sünde zu fürchten, zu bereuen, darüber zu weinen und sich deshalb vor seinem Herrn, den Erhabenen, zu schämen. Er steht vor seinem Herrn mit gebrochenen Herzen und gesenktem Haupt voller Demut. So ist diese Sünde für ihn nützlicher als viele gehorsame Taten, da sie ihn dazu brachten, Demut und Ergebenheit zu zeigen, was zum Glück und Erfolg des Dieners führt. In so einem Ausmaß, dass diese Sünde für ihn zum Grund wird, ins Paradies anzutreten. Was den betrifft, der gute Taten verrichtet, so sieht er diese gute Tat nicht als eine Gunst von seinem Herrn, vielmehr wird er arrogant, staunt über sich selbst und sagt: Ich habe dies und dies und dies und dies vollbracht. Wodurch seine Selbstverherrlichung, sein Stolz und seine Arroganz steigt, in so einem Ausmaß, dass dies der Grund für seine Vernichtung wird. Liebe Geschwister im Islam, Aufrichtigkeit für Allah ist sehr wichtig. Und hier habt ihr noch ein Video, das dieses Thema noch mehr an die Wurzel packt und thematisiert. Möge Subhanahu wa ta'ala unsere gute Taten annehmen und unsere Sünden vergeben. Möge Subhanahu wa ta'ala uns im Paradies vereinen.